da auf dem Jahr. Bin ungefähr so weit. Was? Bin ungefähr so weit. Ja. Richard, das ist die Hauptbühne da. Da ist am meisten los. Da ist am meisten los. Spielt. Aber heute wird sie das tun. Ich möchte gleich vorher sagen, vor dem Konzert, es wird ziemlich laut, speziell Leute, die mit Hörproblemen haben oder Kinder, seid bitte so nett, vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen oder nur zur Information, das ist nur ein Tipp, weil jetzt wird euch musikalisch über den Wolf, wie man schon sagt, der Scheitel gezogen. Der Mann, der auf die Bühne tritt, viel braucht man nicht über ihn zu sagen, hat mit Tom Waits gespielt, Gitarrist von Tom Waits, mit Elvis Costello, Marian Faithfull, John Zorn, you name it, wie man so schön sagt. Ein ganz großer der internationalen Szene. Wir erwarten Free Punk, Psychedelic, Experimental, Fusion, wie auch immer. Es wird ein sicher ein Hammer, ein Erlebnis. Let's welcome the one and only Mr. Mark Ripoll's Ceramic Dog. Thank you for coming. Thank you.
We'll be right back.
back here. Is it something back here? There's a lot of guitar coming in. Sorry. We pause a moment for technical details. Girl, break that up, my
We'll be right back.
But this did not make me happy. In fact, I was disgusted. We'll be right back.
vorbei. Thank you very much. Thank you.
Gabby Snyder. To that song. Thank you. Das war the real stuff. Und wir machen jetzt bis 21:30 Uhr, also eine Stunde, 10 Minuten Pause. Und dann geht's weiter mit World Music aus der Westsahara. Aziza Brahim, eine ganz geniale Sängerin mit ihrer Band. Versagt es nicht. Und außerdem auf der Dreierbühne, kommt in 10 Minuten an Susanna Savoff, Songwriterin.